Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Freitag starten wir ins Wochenende mit einem Video von Jeremy Fragrance. Ich freue mich immer, Videos von Jeremy anzugucken, weil einfach immer so eine Positivität und Energie durch ihn übermittelt wird. Meine 50 Quadratmeter Wohnung. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Vorerst nochmal Werbung in eigener Sache und zwar... Ja, kommt morgen der Trailer zu meiner neuen Kollektion auf meinem Hauptkanal online. Checkt das auf jeden Fall ab. Ich habe auch hier wieder einen Hoodie an. Ganz, ganz wilde Kollektion geworden. Heftig dicker Stoff, heftige Pieces. Ich bin unfassbar zufrieden mit der. Und ist no joke. Ich sage es eigentlich zu oft. Und mein Geschäftspartner macht sich auch mal drüber lustig, dass ich das sage. Aber es ist tatsächlich so wieder die beste Kollektion bisher, die ich rausgebracht habe. Geisteskrank. Ja, wir schauen rein. Meine 50 Quadratmeter Wohnung von Jeremy Fragrance. Das darf nicht fehlen. Das darf nicht fehlen. Ich freue mich, dass er wieder den Dreh-Move macht. Grüßt euch recht herzlich, sehr geehrte Damen und Herren. Willkommen in meiner 50 Quadratmeter Wohnung hier in Amerika. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, rein in die Masse damit, würde ich sagen. Top-Kommentar unter diesem Video, Jeremy, man sollte bodenständig bleiben. Jeremy fährt Ferrari, der bodenständige Boss. Freut mich, dass auch hier wieder Leute aus meiner Community unterwegs sind. Okay, Jeremy scheint auf jeden Fall in Amerika zu sein. Ich bin gespannt, vielleicht erzählt er uns ja auch, was er da macht. Das war meine Spray-Routine. Mein Fragrance of the Day ist Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge. Das habe ich auch. Ich bin Parfum-YouTube. Ich habe aber eine andere Version. Und zwar das hier, meins ist rot tatsächlich. Ist ein sehr, sehr nice Parfum, habe ich in London gekauft. Ich liebe es auf jeden Fall sehr. Hat mir mein Brody Ashraf empfohlen und eigentlich meinte er, es soll geheim bleiben. Aber jetzt haben schon im Nachhinein dann doch zu viele Leute drüber gerappt und Jeremy Fragrance zeigt es jetzt auch. Deswegen dachte ich, sorry Ashraf, falls du das siehst, so. Ich weiß, du guckst meine Videos immer um 3 Uhr nachts. Ich hoffe, du kannst jetzt noch schlafen. Naja, auf jeden Fall ein sehr, sehr nice Parfum, Baccarat Rouge. Wie hat er den Namen ausgesprochen von Mason irgendwas? Das frage ich mich nämlich immer. Ich kann es nicht so gut aussprechen. Und ich feiere Sachen richtig auszusprechen. Mein Fragrance of the Day ist Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge. Ich bin Parfum-YouTuber und habe hier diesen Duft, der so teuer ist wie teilweise die Mietwohnung in gewissen Distrikten auf. Ja, das stimmt. Der Welt. Ich finde diesen Duft sehr nett. Aber er ist nicht ein Muss wie andere teure Düfte. Kommen wir zu der Wohnung. Ihr kennt ja diese YouTuber, die irgendwie so Villen zeigen und Penthouse-Wohnungen. Und letztendlich habe ich festgestellt, dass meine Zuschauer eigentlich gar nichts interessiert außer Düften. Das heißt, ein Foto wie dieses bringt mir von mir aus 7000 Likes auf Instagram und ein Fotoshooting am Strand mit einem Victoria's Secret Model, das über den Tag ging, wir 1000 Fotos gemacht haben und von den 1000 Fotos wir das Beste ausruhen, wird mir weniger Likes bringen als ein Foto mit dem Parfum. Ja, aber freu dich doch drüber, Jeremy, denn dann musst du weniger Arbeit reinstecken und hast trotzdem gute Resultate. Ne? Also schadet ja nicht, so eine Info zu haben. Deshalb ist man immer, die Leute gucken dir zu, warum dir die zugucken und deswegen Weisheiten mit Jeremy Fragrance. Die Leute gucken dir zu, warum die dir zugucken. Nee, aber ist halt so. Deswegen habe ich mich zum Beispiel auch dafür entschieden, meine Reactions nicht auf meinem Hauptkanal zu machen, weil die Leute haben meinen Hauptkanal abonniert, weil die Videos zum Thema Mode sehen wollen. Logischerweise. Und ja, die Leute schauen meinen Reaction-Kanal, weil sie halt ja sehen wollen, wie ich auf irgendwas reagiere und meine Meinung zu, meinen Senf zu irgendwas abgebe. Und ja, deswegen kommt auch nicht beides auf einem Kanal. Ich weiß, dass sich wahrscheinlich nicht alle von euch hier für Mode interessieren, deswegen sage ich es nur. Für die Leute, die sich für Mode interessieren, morgen auf dem Hauptkanal kommt der Trailer zu meiner neuen Kollektion, die am 27.03. erscheint. Muss ich nur sagen. Ja, also rein in die Hamsterkäufe zudecken mit neuen Peso-Sachen. Deswegen finde ich schön, ihr guckt mir zu, aufgrund dessen, weil ihr Parfum sehen wollt. Naja. Ich gucke Jeremys Videos zum Beispiel nicht, weil ich was über Parfum sehen will, sondern einfach, weil er einen coolen Vibe hat und sich einfach mal so cool drehen kann. Weil letztendlich alles, was ich brauche, ist ein Bett, ein großes Wohnzimmer. Und wenn es geht, eine weiße Wand.
und einen großen Spiegel, oder nicht? Weil wenn du eine schöne weiße Wand hinter dir hast, dann kannst du überall auf der Welt sein. Kannst du in Afrika sein, kannst du in Norddeutschland sein, kannst du in Amerika sein. Dann hast du immer diesen neutralen Hintergrund und machst deine Videos. Shit. Weisheit mit Jeremy Fragrance, du brauchst immer eine weiße Wand hinter dir. Das stimmt bei mir jetzt leider nicht. Half so wild, würde ich jetzt mal sagen. Das wäre der Fachausdruck auf Englisch dafür. Eigentlich meine Wohnung immer zum Arbeiten ins Büro. Und dann gehe ich ins Wohnzimmer, gehe ich ich schlafe woanders. Auf Anfall angelehnt. Das heißt, kommen wir mal weiter hier. Da ist er. Kennt ihr dieses Video, was ist denn mit Carsten los, wo der einfach so rumsprintet, irgendwo reinläuft? Das hat mich auf jeden Fall gerade kurz daran erinnert. Das heißt, kommen wir mal weiter hier. Da ist also die Küche. Also einfach eine Küche. Ich habe eine sehr einfache Essensroutine. Ich esse morgens Eier mit Gemüse. Steht, also um nochmal aufs letzte Video Bezug zu nehmen, Jeremy Fragrance steht auch auf eigenen Eiern. Davor esse ich zwei Äpfel. Und dann. Sag mal, was isst der morgens? Ein Ei und danach Äpfel? Ich esse morgens Eier mit Gemüse. Eier mit Gemüse. Also erstens, er isst Eier, er isst Gemüse, danach zwei Äpfel. Davor esse ich zwei Äpfel. Davor? Und dann esse ich Haferflocken. Und dann esse ich Rinderfilet. Rinderfilet? Morgens? Mit Gemüse nochmal. Hä? Also ich fasse zusammen, er isst morgens zwei Äpfel, dann Eier mit Gemüse, dann Haferflocken und dann Rinderfilet mit Gemüse. Ja, das ist auch eigentlich so mein gängiges Frühstück. Also viel Gemüse, bisschen Beef, kein Fisch mehr. Das wird ja auch von Ernährungsberatern empfohlen, keinen Fisch mehr zu essen, dafür zum Frühstück Rinderfilet. Naja, und dann hast du hier halt ein Schlafzimmer. So sieht ein Schlafzimmer aus. Ist nichts Spektakuläres. Und hier ist das Bad, ist auch nicht. Was ist da? Wird bei ihm im Hintergrund da mit einem Presslufthammer gearbeitet oder was? Spektakuläres. Also, das ist alles, was ich brauche. Und so könnte ich auch leben, wenn ich 50 Millionen Abonnenten hätte. Ihr guckt euch so Leute wie PewDiePie an. Der hat so rund 50 Millionen Abonnenten und der macht seine Videos genauso wie früher. Das heißt, man sollte immer die Boote. Irgendwie, finde ich, ist er heute abwesend, oder? Der ist irgendwie nicht ganz bei der Sache. Haftung behalten. Und abschließend kann ich euch sagen, Thema Coronavirus und so ist ja derzeit großes Thema. Hört da einfach nicht drauf, hört auf Leon Lovelock. Ne? Einfach trotzdem rausgehen. Ich habe festgestellt, dass... Ich bin gespannt auf seine Meinung dazu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt ein ganz wildes Statement kommt. Mir drei Dinge helfen, gesund zu bleiben. Und zwar Rinderfilet zum Frühstück. Das muss jetzt nicht für diesen Corona gelten, das sage ich einfach nur grundsätzlich. Diese drei Dinge helfen mir. Zum einen hilft mir eine gute Einstellung zum Leben. Man soll Realist sein. Okay, Tipps gegen Coronavirus. Eine gute Einstellung zum Leben. Eine goldene Rolex am Arm. Das schreckt schon mal viele virale Sachen ab. Und... Natürlich Rinderfilet zum Frühstück. Nein, war ein kleiner Spaß. Mal gucken, was er sagt. Aber kein Pessimist, sondern eher die Dinge besser sehen, als sie eigentlich sind. Und das bedeutet zum Beispiel auch, wenn du in einen Garten gehst und der voller Unkraut ist und dann in den Garten gehst, hier ist ein Garten zum Beispiel, dann kannst du nicht sagen, es ist kein Unkraut da, es ist kein Unkraut da, es ist kein Unkraut da. Das geht also nicht. Das ist so eine positive... Okay, gut zu wissen. Einstellung, aber die ist nicht realistisch. Deswegen soll es realistisch sein. Und... Sein Garten ist aber, wollte ich mal gerade anmerken, sehr nice. Geil ist, hier laufen teilweise Mädels entlang. Hi, Ladies. Hi, how are you? What the fuck? Regards from Germany. Und dann geht's weiter hier. Das war nice. Wir sollen also Realist sein, aber kein Pessimist. Zweite Sache, die du so wissen musst, ist, was schmeißt du in deinen Körper rein? Stell dir vor, du bist ein Rennpferd. Stell dir vor, du bist ein absolutes Rennpferd. Okay. Ich stelle mir das ganz kurz vor. Ja? You know me from YouTube or what?
Okay. Okay. So, stell dir vor, du bist ein absolutes Rennpferd. Und womit... Was ist das für ein Video, man? Würdest du dieses 500.000 Euro Rennpferd füttern? Würdest du es füttern mit Sonnenblumenöl und mit Pommes und mit Chips? Würdest du dieses... Ja, schon. Ist schon nice, sich ab und zu mal Pommes und Chips reinzuziehen. Nee, du würdest das mit geilem Zeug füttern. Und so musst du... Und zwar Rinderfilet zum Frühstück und Gemüse, Eier und Äpfel? Du würdest dich selber auch wie ein Rennpferd sehen. Das heißt, das, was du in deinen Körper reinschmeißt, dein physischer Intake ist wichtig. Und dann gibt es noch so Dinge wie, also ich dusche gern kalt und ich stehe gern früh auf und ich so ein paar Bonusdinge. Aber grundsätzlich, Ernährung ist eine der absolut wichtigen Dinge. Und die dritte Sache, die ich dir sagen kann... Hygiene vielleicht mal mit aufzählen? Du solltest auch Experten, Ärzte aufsuchen. Also wenn es hart auf hart kommt und du krank wirst, dann würde ich nicht einen so ein... Oh ja. Ja, gibt Sinn. Auf nur Naturheilkunde machen. Ich würde dann auch die Technologie von heute nutzen. Und so, weißt du, so ein Herzchirurg, den gab es vor 2000 Jahren nicht in dem Kompetenzgrad, wie es ihn heute gibt, den würde ich gerne in Anspruch nehmen. Und manchmal sollte man sich helfen lassen. Das heißt, Mindset, Kopf, dann was schmeißt du in deinen Körper rein und die Hilfe von Experten. Das ist meine 50 Quadratmeter Wohnung gerade. Ja, ein sehr aufgewirbeltes Video. Ich hätte jetzt gedacht, wir bekommen hier halt eine Roomtour von Jeremy Fragrance, weil wir schauen uns doch gerne Wohnungen an, also halt nice von Architectural Digest oder halt wilde von YouTubern oder auch nice natürlich, ja, aber das war jetzt nicht so das, was ich mir unter Roomtour vorstelle, Jeremy. Das war ein bisschen als Witz gemacht. Ich habe letztens so einen YouTuber gesehen, der hat so seine 5000 oder 2,5 Millionen Euro Penthouse-Wohnungen in München gezeigt oder so, da dachte ich, okay, geil. Also jetzt, das war ja sarkastisch gemeint, obwohl ich eigentlich nicht sarkastisch mag, sein zu mag. Und deshalb wollte ich euch jetzt so eine Art, meine Version daraus ziehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Liebe euch. Warte mal, das verstehe ich jetzt nicht. Er kritisiert jemanden, der eine 2,5 Millionen Euro Penthouse-Wohnung zeigt in München, aber flext selber mit seiner goldenen Rolex und seinem Ferrari, also... Jeremy ist heute irgendwie neben der Spur gewesen. Ist mir ein bisschen aufgefallen. Naja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, Leute. Kommt gut ins Wochenende. Stay safe und stay healthy. Und dann sehen wir uns morgen wieder auf dem Hauptkanal. Und auf diesem Kanal halt hier am Montag. Macht's gut, Leute. Peace.